Moin Moin, was geht? Ich bin's wieder bei euer Florian bei Florian TV. Heute gibt's wieder ein neues Let's Play mit mir heute. Ja, ihr fragt euch, was könnte es heute wohl Schönes sein? Ich werde es euch verraten. Wir bauen uns eine Rakete, eine Feuerwerksrakete auch genannt, oder Feuerwerkraketen. Und dazu zeige ich euch jetzt erstmal, wie ihr die baut. So, dazu benötigt ihr folgende Materialien, ich zähle kurz auf. Vier Schwarzpulver und ein Papier. Genau, ein Papier kommt natürlich hier in die Mitte und das Schwarzpulver kommt hier, hier, hier hin und eins kommt dahin. Eigentlich sollte es dahin kommen, so sieht denn die Rakete aus. So kann man dann Rakete bauen. Nochmal für alle, die es nicht wissen, wie man eine Rakete baut. So, drei Schwarzpulver unten, ein Papier in der Mitte und so baut man eine Rakete. Das ist total einfach. Also nochmal, ich zeig's euch. 1, 2, 3, Schwarzpulver unten, ein Papier in der Mitte und so baut man eine Rakete. So, da ich euch ja gezeigt habe, wie man sie auf... Ja, seht ihr, die geht dann hoch so... Ja, es gibt ein Feuerwerk. Wie gesagt, man kann sie dann mit rechter Maustaste hochschießen. Die explodieren dann eigentlich. Sollten die auch explodieren. Ja, anscheinend sind die wohl nur hochgeschossen, wie auch immer. Kann man wohl nachts am besten sehen. Tagsüber geht das leider nicht so gut. Ist mir auch gerade so eingefallen. Nachts ist vielleicht ein bisschen günstiger. Ja. Aber zumindest hoffe ich euch, dass euch das Let's Play wieder gefallen hat. Und ich würde mich natürlich darüber freuen, wenn ihr fleißig am Ball bleibt. Und fleißig einen Daumen nach oben da lasst. Und ein Abo, wenn ihr mögt. Und für alle, die es kaum erwarten können, können auch gerne den Livestream gerne verfolgen. Ich habe es heute irgendwie so ein bisschen mit meiner Stimme. Ja. Ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Let's Play. Euer Florian, bis dahin, tüdelüt!